SWR 2 Zeitwort. Als tausende Menschen am Tag der Krönung von Elisabeth II. In London die Straßen säumten, hatten sie wie so häufig mit echt britischem Wetter zu kämpfen. Mit Schirmen und Regencapes hockten die Untertanen am Straßenrand auf Campingstühlen und versuchten durch den Regenschleier einen Blick auf ihre neue Majestät in der prächtigen Kutsche zu erhaschen. Es war wirklich der nasseste Tag, an den ich mich erinnere, schilderte der inzwischen verstorbene Stallmeister der Queen, John Miller, in einer Dokumentation. The day of the coronation was the wettest day I ever remember. I walked 14 miles in the pouring rain. Im strömenden Regen musste ich 14 Meilen weit laufen, immer ein paar Schritte hinter dem Pferd. Aber überall waren Schaulustige und die Stimmung war überwältigend. Everywhere was tremendously crowded with people and the enthusiasm was absolutely tremendous. Trockener hatten es die Untertanen, die die Krönung vor dem Fernseher verfolgen konnten. Dabei war lange die Frage offen gewesen, ob das Fernsehen die Zeremonie überhaupt zeigen durfte. 18 Monate lang hatte eine Krönungskommission unter Prinz Philipp, Elisabeths Mann, den besonderen Tag akribisch vorbereitet. Noch nie hatte die Westminster Abbey Fernsehkameras gestattet. Und die Regierung unter Winston Churchill fand das Ansinnen der BBC, die Krönung zu filmen, ziemlich abwegig. Ist es angemessen, dass die Menschen zu Hause vor dem Bildschirm Tee trinken und noch profanere Dinge tun und nebenbei zugucken, wie ihre Majestät gekrönt wird? Der verantwortliche Fernsehproduzent Peter Dimmock erinnert sich an die Bedenken. The televising of the coronation was a bit of a problem, because you had several factors. You had Das Establishment machte sich Sorgen, ob man aus der Krönung eine Massenveranstaltung machen durfte. Sie wollten die Zeremonie ein bisschen für sich behalten. Und die Regierung wollte die junge Königin schützen und war ziemlich unentschieden. Die Queen willigte schließlich in eine Übertragung ein. Allerdings keine Nahaufnahmen. Und der heilige Akt der Salbung durfte nicht gezeigt werden. Die BBC beeilte sich, ihr Sendemastennetz in den Monaten vor der Krönung schnell noch auszubauen, damit möglichst viele Untertanen zugucken konnten. 20 Millionen Menschen sollen in Großbritannien am 2. Juni 1953 vor Fernsehern gesehen haben, wie Elisabeth II. Gekrönt wurde. God crown you with a crown of glory and righteousness. Durchschnittlich saßen 7,5 Personen vor jedem Gerät. Ganze Nachbarschaften versammelten sich bei den wenigen Fernsehbesitzern in der Straße. In Gemeindezentren, Turnhallen und Pubs gab es Frühformen des Public Viewings, vor kleinsten Bildschirmen mit körnigem Bild. Besser sehen konnte man bei den Übertragungen in Kinos. Eine Stunde vor der Zeremonie strahlte die BBC ein Testbild aus, damit die Menschen ihre Antennen ausrichten konnten. Die Königin selbst kehrte am Abend ihres besonderen Tages allerdings wieder zu dem Medium zurück, das ihr vertraut war. In einer Radioansprache dankte sie den Menschen, die sie mit Gedanken und Gebeten unterstützt hatten. Throughout this memorable day, I have been uplifted and sustained by the knowledge that your thoughts and prayers were with me.